bin Ronald von netbooknews.de und wir sind hier bei ViewSonic auf der IFA. Das hier ist das ViewPad 7. Das ist ein 7-Zoll ARM-Tablet mit einem A8-Cortex drin, der mit 600 MHz läuft und ein Android 2.2 an Bord hat. Das Ding sollte also in der Lage sein, Flash abzuspielen, was es auch tut, haben wir vorhin schon gesehen. Und ich zeige euch mal kurz, wie es aussieht außenrum. Hier hinten fangen wir an mit einem Lautsprecher und dem Einschalter bzw. Standby-Button. Untenrum ein Mikro und sicherlich noch ein Mikro zum Noise-Canceling. Der Kopfhöreranschluss, USB-Anschluss. An der rechten Seite noch ein weiterer Lautsprecher. Obenrum Lautstärke leiser, Lautstärke lauter und der Steckplatz für die SIM-Karte und die Micro-SD, die sind da beide nebeneinander drin. Und da sind wir wieder rum. Auf der Vorderseite haben wir die üblichen Buttons zurück, suchen, Menü und Home. Links oben in der Ecke sitzt eine VGA-Kamera für Videogespräche über Fring und Co. Und auf der Rückseite haben wir noch eine 3-Megapixel-Kamera. Das Gehäuse ist aus Plastik, auch wenn es aussieht wie Metall, soll aber gehärtet sein, also einigermaßen widerstandsfähig. Dann sperren wir das Ding mal. Komm. Und wie man hier drüben schon sieht, handelt es sich auch um ein Telefon. Das ist das Menü, da wollten wir nicht hin. Das ist die Telefonfunktion. Man kann sich das Gerät natürlich ans Ohr halten, aber es gibt auch die Möglichkeit, ein Bluetooth-Headset damit zu verbinden und dann auf diese Weise zu telefonieren. Natürlich gibt es UMTS-Unterstützung, sodass man damit schnell surfen kann. Das wollen wir auch gleich mal kurz ausprobieren. Und wie man sieht, Engadget war auch schon da. Scrollen funktioniert sehr gut bisher. Es wird gerade ein bisschen laut, es ist der Pressetag auf der IFA. Und natürlich gibt es hier auch Multitouch-Panel, Capacitive-Touch, Capacitive-Touch, wie gesagt. Man kann also bequem mit zwei Fingern zoomen. Das Scrollen läuft trotzdem 600 MHz einigermaßen flüssig. Und gehen wir mal zu NetBooknews. Die Tastatur funktioniert auch schon mal sehr gut, muss ich sagen. Sehr reaktionsfreudig. Die Tasten sind auch groß genug. Das heißt für meine Wurstfinger. Und da wir, wie gesagt, auf 3G sind, mal sehen, wie lange es dauert. Doch, das geht ganz schön schnell. Doch, sehr ordentlich. NetBooknews funktioniert also auch. Jetzt wollen wir mal sehen, ob wir noch ein Video finden. Das wir vielleicht auch nochmal anmachen können. Nehmen wir das vom Enoa-Pad. Das Gerät soll übrigens ab Oktober ungefähr zu einem Preis von unterhalb von 350 Euro in den Handel kommen. Der Endpreis hängt allerdings vom jeweiligen Mobilfunkanbieter ab, denn ViewSonic hofft natürlich, dass man das Gerät dem einen oder anderen Mobilfunkanbieter schmackhaft machen kann. Na, das war jetzt wohl nichts. Naja, also, ich war Roland von der IFA bei ViewSonic mit dem ViewPad 7. Wir sehen uns.